Hallo und willkommen zu einem weiteren Video unserer zweiten Online-Messe in diesem Jahr. Ich möchte euch heute mal die Materialausgaben und Holzsuche im Abbundprogramm zeigen. Mein Name ist André Evers. Ich bin seit gut 2,5 Jahren bei S&S an der Hotline tätig, gebe die Basisschulungen und helfe euch bei Problemen in der Hotline. Ich wechsle mal ins Abbundprogramm. Ich habe hier mal so ein Bauvorhaben vorbereitet. Da sind viele unterschiedliche Materialien drin verbaut. Ein Eisenträger, da liegen zwei Eichenriegel drin. Dann habe ich die Mittelfetten als BSH eingebaut und habe halt noch ein paar verschiedene andere Hölzer oder Materialien verbaut, um das in diesem Video zeigen zu können. Als erstes werden wir uns einmal die Listenausgaben anschauen, die alten Listen aus oder die alte Massenermittlung und die anderen Listen, die da zu finden sind. Dann schauen wir uns die neue Massenermittlung an, den Excel-Export aus der Massenermittlung, sage ich was zu. Von da aus wechseln wir dann in die Holzsuche und deren Sinn. Starten dann mal die Übergabe an die Holzliste. Ich erkläre dann noch was zum Excel-Export in der Holzliste und einmal die Lagerholzlisten für die Optimierung in der Holzliste. So, als erstes schauen wir uns die Listenausgaben mal an. Die finden wir unter Ansicht Listen. Als erstes einmal die Massenermittlung. Hier finden wir aufgelistet aus unserem Bauvorhaben das Bauholz in Kubikmeter, in laufende Meter Abbund. Dann finden wir dann Zulagen für Schifter, für Grate, für Gauben, für Fachwerk, die Flächen, die gehobelt und gefasst werden sollen, Sparrenköpfe, Grat- und Kehlsparrenköpfe, die sind im Bauvorhaben nicht vorhanden, dann die einzelnen Fettenköpfe, die Fläche der Traufschalung, Traufbohlenlänge, dann einmal die Betonanker, die Anzahl, welche ich über die Einstellungen des Bauvorhabens eingestellt habe oder bestimmt habe, die Abstände, und darüber werden dann die Mengen der Bolzen errechnet, dann die einzelnen Rispenbänder, die ich verbaut habe mit den verschiedenen Längen, dann einmal die Sparrenfettenanker, die ich aber auch über die Einstellungen im Bauvorhaben geschätzt werden. Dann die Sparrennägel oder Sparrenankernägel, die ich verbraucht habe. Und je nachdem, was ich verbaut habe, wird hier vielleicht noch was ergänzt. Als nächstes schauen wir uns einmal die Holzrahmenbauliste an. Hier habe ich die Möglichkeit, erstmal zu entscheiden, ob ich das ganze Projekt mir zeigen lassen möchte, nur bestimmte Geschosse oder nur bestimmte Wände. Dann kann ich entscheiden, ob ich zum Beispiel aus dem Erdgeschoss alle Wände sehen möchte, nur die Innen- oder nur die Außenwände. Dann kann ich entscheiden, was für einen Listentyp ich haben möchte, Einzelhölzer, laufende Meterhölzer oder die Quadratmeter der Flächen, und kann dann hier entscheiden, wenn ich Hölzer haben möchte, welche Hölzer ich sehen möchte. Ich lasse das mal alles so stehen und schaue mir die Vorschau an. Und dann bekomme ich jetzt hier für jedes Geschoss, also als erstes steht hier oben das Geschoss und dann steht die Wandnummer hier, dann aufgelistet, welche Pfosten, den Querschnitt der Pfosten, die Länge der Pfosten und die Anzahl dieser Länge. Hier die Eckpfosten aus den Eckmakros. Die Schwellen, Schwelle 2, Rähm 1, Rähm 2. Weiter unten finde ich dann zu dieser Wand einmal die Gipskartonschicht, einmal die OSB-Schicht, einmal die Holzweichfaserschicht mit den einzelnen Plattengrößen und der Anzahl dieser Plattengrößen. Wenn ich in der Wanddatenbank oder in der Materialdatenbank, wo ich den Wandaufbau angelegt habe, die benutzerdefinierten Einträge nutze, kann ich da noch entscheiden, ob ich zum Beispiel die Gipskartonschicht bauseits oder werkseits anbringen möchte, und kann darüber dann
direkt meine Bestellungen so steuern, dass überall da, wo zum Beispiel Bau oder Baustelle oder Bauseits hintersteht, dass ich diese dann direkt auf die Baustelle liefern lassen kann und den Rest in der Werkstatt oder in der Fertigung dann bereitstelle für die Fertigung. So geht das jetzt komplett durch alle Wände in allen Geschossen durch, weiter bis ganz unten. Hier finde ich dann noch meine Auflistung von allen Platten mit den Größen. Diese Liste kann ich ganz normal, wie ich es in Windows gewohnt bin, speichern, speichern unter, drucken. Ich kann auch hier bearbeiten, ich kann Sachen ändern. Wenn ich hier zum Beispiel eine Menge zum Beispiel ändern möchte, kann ich hier sagen 3 und so weiter. Ich kann diese Sachen markieren, über STRG-C kopieren, über STRG-V wieder irgendwo anders in einem anderen Programm einfügen und so weiter, wie ich es halt in Windows auch gewohnt bin. Die schließen wir mal, nicht speichern. Als letztes schauen wir uns dann nochmal die Wand- und Bodenhölzerliste an. Die finden wir hier. Da bekomme ich von jeder Wand aufgelistet einmal die Wandnummer, die Anzahl der Hölzer in dieser Wand, den Querschnitt der Hölzer, die Länge der Hölzer und dann die Abschnitte unten und oben. Bei diesen Pfosten sind es 90 Grad Anschnitte, weil die im Erdgeschoss stehen. Das sind gerade Wände. Wenn ich jetzt über Bild runter oder Bild nach unten die einzelnen Seiten durchschalte, dann sehe ich hier schon, dass ich hier zum Beispiel auch schräge Pfosten aufgelistet bekomme. Das sind dann halt aus den schrägen Giebelwänden verschiedene Pfosten und so weiter. Das zieht sich dann durch bis auf die letzte Seite. Für jede Wand sehe ich dann hier einmal meine ganzen Pfostenlängen oder Pfostenquerschnitte und natürlich auch meine verschiedenen Platten, die ich für diese Wände brauche. Als nächstes wechseln wir mal in die neue Massenermittlung. Die kennt vielleicht noch nicht jeder, obwohl die eigentlich schon länger im Ab- und Programm hinterlegt ist. Hier kann ich dann als erstes hier oben entscheiden, aus welcher Kategorie ich mir die Werte errechnen lassen möchte. Zum Beispiel bei den Dachhölzern finde ich die Hölzer gesamt laufende Meter fürs Dach oder die gesamten Kubikmeter fürs Dach, Gauben gesamt in der Stückzahl oder laufende Meter Gaubenhölzer, Stellbretter zum Beispiel. Im Fachwerk finde ich zum Beispiel Außenwand, Hölzer, Gefache, Quadratmeter, Hölzer nach Schnittgüteklassen sortiert in laufende Meter oder Kubikmeter. Das gleiche dann für Innenwände oder für Gaubenwände. Dann bei den Sonderteilen finde ich Sparrennägel, Pfostenträger, Schraubennägel, Metallverbinder. Bei den Summen finde ich summiert für das ganze Bauvorhaben Bauholz in laufende Meter, in Kubikmeter. Und hier bei den Texten habe ich noch solche Platzhalter oder vorgefertigte Texte, die ich mir hier rüberschieben kann und dann auch dementsprechend einfügen kann. Wenn ich jetzt auswählen möchte, was ich mir berechnen lassen möchte, muss ich mir das auf der linken Seite markieren und dann kann ich das über die Pfeiltaste nach rechts hier rüberschieben in diese Seite und hier oben sehen Sie hier schon, da steht Ergebnis, darüber wird es dann berechnet. Ich lösche das hier mal, das kann ich mit gedrückter Shift-Taste alles markieren und mit den Pfeil nach links nehme ich das wieder aus der Ergebnisliste raus und dann ist diese wieder leer und ich kann jetzt hier das Holz oder diese Sachen auswählen, die ich haben möchte, zum Beispiel die laufende Meter, die Kubikmeter. Mit der Steuerungstaste kann ich einzelne Sachen auswählen. Ich möchte zum Beispiel auch Zulage Shifter, dann hier unten die Grad Kehlsparrenköpfe, die fetten Köpfe, Sparrenköpfe und Hobelphasen möchte ich mir vielleicht errechnen lassen. Das schiebe ich jetzt nach rechts. Dann möchte ich vielleicht aus den Sonderteilen meine Rispenbänder haben,
meine Betonanker haben, meine Sparrenfettenanker haben, die wir vorhin in der Massenermittlung auch schon gesehen haben, schieben die auch nach rechts. Und so ist es dann aufgelistet. Jetzt möchte ich vielleicht meine Rispenbänder ganz oben stehen haben, dann markiere ich mir diese und schiebe die jetzt mit Pfeil nach oben, nach ganz oben. Da möchte ich darunter vielleicht meinen Sparrenfettenanker und meine Betonanker stehen haben. Die schiebe ich dann auch bis unter das Rispenband. So, jetzt wäre es schon mal ganz nett so sortiert. Jetzt möchte ich hier vielleicht noch einmal eine Beschriftung zwischen haben. Das bedeutet, ich wähle mir den Text aus. Entweder kann ich jetzt hier vorgefertigte Texte nehmen mit Stahlliste und Dach oder ich nehme hier oben so einen Platzhalter und kann dann über Text ändern, diesen Text nach meinen Wünschen ändern, zum Beispiel Eisenteile. Habe den hier markiert, schiebe mir den nach rechts, nehme den und schiebe den nach ganz oben über die Eisenteile. Jetzt ändere ich zum Beispiel Titel 2 ab in Dachhölzer. So, schiebe die dann auch nach rechts, markiere die hier auf der rechten Seite wieder und schiebe die dann über die Dachhölzer und kann mir so meine Ergebnisliste oder meine Massenermittlung gestalten. Wenn ich diese Anordnung immer wieder so haben möchte, habe ich auch die Möglichkeit, dieses Layout auf meinem Rechner abzuspeichern, als eine vorgegebenes Layout zu speichern, und wenn ich dann beim nächsten Bauvorhaben diese Ansicht wieder so haben möchte, brauche ich bloß über Layout laden, mir diese Sachen hier rüber zu laden, und die werden dann automatisch für das neue Bauvorhaben dann auch errechnet. Diese Massen, die ich hier errechnet habe, die kann ich entweder mir in die Zwischenablage kopieren und mit Steuerung V in verschiedensten Programmen wieder einfügen, mit STRG-V einfügen. Ich kann sie mir auch im Abbundprogramm vielleicht einfügen. Dann habe ich die Möglichkeit, nach Excel zu übergeben. Da solltet ihr aber das CSV-Format vorziehen, weil das einfach eine ganz normale Excel-Datei ohne irgendwelche vorgefertigten Befehle oder ähnliches beinhaltet. Wenn ihr das über die Ausgabe Excel macht, dann bekommt ihr ein vorgefertigtes Tabellenlayout, was es dann schwieriger macht, da drin noch zu rechnen oder bestimmte Sachen dann richtig einzustellen. Also wenn es geht, immer das CSV-Format vorziehen und das dann nutzen und das Layout dann da drumherum bauen. Dann kann ich auch das Gleiche, diese Auflistung in Word übergeben oder exportieren und mir dann da halt weiter verarbeiten und ausdrucken. Wenn ich jetzt hier diese Texte geändert habe, aber wieder zurück möchte, dass da wieder meine Platzhalter, also Titel 1 und 2 stehen, dann brauche ich das hier nur zu markieren, sage hier unten Text zurücksetzen und der Text ist zurückgesetzt. Das mache ich auch wieder bei beiden. Jetzt habe ich hier auf der Seite noch den falschen Namen stehen. Entweder habe ich das dann schon alles exportiert oder ich klicke jetzt auf Pfeil nach rechts und dann werden auch hier wieder die Texte rückgängig gemacht, so wie sie hier auf dieser Seite stehen. Ich hätte hier auch einen anderen Namen jetzt festlegen können, dann würde hier auch der Name geändert werden. Gut, das wäre die neue Massenermittlung. Wenn hier zum Beispiel solche Nullwerte sind, kann ich hier noch den Haken setzen und wenn ich dann an Excel oder Word oder in die Zwischenablage exportiere, werden diese Nullwerte nicht mit exportiert. Das war die Massenermittlung. Wir wechseln jetzt mal wieder ins Bauvorhaben. Und wir würden jetzt rein theoretisch dann in die Holzliste übergeben, aber
Ich habe hier in meinem Bauvorhaben extra sehr viele verschiedene Materialien hinterlegt oder eingebaut, um einmal die Holzsuche zu zeigen. Wenn ich jetzt einfach in die Holzliste übergeben würde, dann kommt ab der Version Beta oder ab der vorab Beta Version 41 ein Warnhinweis, dass in meinem Bauvorhaben verschiedenste Hölzer keine Schnitt- und Güteklasse haben oder Schnitt- und Güteklassen nicht richtig ausgefüllt sind oder eingefüllt sind und dass ich diese über die Holzsuche mir suchen kann. Und dazu starte ich jetzt mal die Holzsuche. Und wir haben in der Holzsuche jetzt eingebaut, dass wir nach Schnitt- und Güteklassen suchen können. Da finden wir sogar diese Eisenträger, den ich hier unten eingebaut habe. Beton wird hier nicht aufgelistet, weil Beton keine Schnitt- und Güteklasse in dem Sinne hat. Ich kann hier in der Holzsuche kann ich nach Maschinennummern, nach Bauteilnummern, nach Begriffen, nach Profilen oder Wandflächen suchen. Hier ist aber wichtig zu wissen, wenn ich hier zum Beispiel die Maschinennummer 10 eingebe, also einfach nur eine 10, dann wird hier unten alles aufgelistet, was eine 10 beinhaltet. Wenn ich dann hier noch eine Schnittgüteklasse markiert habe, dann wird nur aus dieser Schnittgüteklasse die Nummer 10 gesucht. Und wenn ich hier zum Beispiel nur den Dachgrund eingeschaltet habe und hier oben der Haken gesetzt ist bei nur sichtbaren Hölzern suchen, dann kann ich hier einmal das Ergebnis aktualisieren. Dann werden mir hier nur die Schnittgüteklassen aufgelistet, die im Dachgrund vorhanden sind. Und natürlich dann die entsprechenden Hölzer. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal BSH ohne Güteklasse nehme, dann sehe ich, dass ich da zwei Hölzer habe. Das sind meine beiden Mittelfetten. Oder zum Beispiel das GL30H. Das ist zum Beispiel meine Firstfette. Dann habe ich hier zum Beispiel einmal keine Schnittgüteklasse hinterlegt. Das wären die Hölzer, wo dann der Warnhinweis kommen würde. Wenn ich das jetzt anklicke, sehe ich, das sind meine Beihölzer für mein Rispenband. Hier hätte ich jetzt die Möglichkeit, über Infokörper oder über die Eingabe diese Schnittgüteklasse nochmal anzupassen, damit diese also eine Schnittgüteklasse bekommen. Wenn mir das jetzt in diesem Fall nicht so wichtig ist, dann lasse ich das so und wechsle dann in die Holzliste. Alle Hölzer übergeben. Hier würde jetzt dieser Warnhinweis kommen. Ich werde dann nochmal gefragt, wo ich speichern möchte. Überschreiben. Stahl- und Betonteile werden nicht übergeben an die Holzliste. Und dann bekomme ich als erstes diese Voreinstellungen. Hier kann ich jetzt noch entscheiden, dass diese Hölzer hier, diese Beihölzer, die keine Schnitt- und keine Güteklasse hatten, dass die automatisch über die Holzliste KVH NSI werden. Wenn nur eine Sache fehlt, also die Güteklasse zum Beispiel fehlt, bleibt das so in der Holzliste auch bestehen, wie ich es über das Abbundprogramm eingegeben habe. Da wird also nichts mehr geändert. Dann kann ich hier bei Zumaß entscheiden, dass ich 5 cm jedes Holz länger bestellen möchte oder aufgelistet haben möchte und das auf volle Zentimeter gerundet werden soll. Hier entscheide ich, wie ich diese Hölzer zusammenfassen möchte. Ich möchte die gesamte Liste zusammenfassen. Kann dann auch entscheiden, dass Hobellängen berücksichtigt werden, dass ich also in der Holzliste auch meine Hobelflächen berechnet bekomme. Hier oben entscheide ich, welche Seiten gehobelt werden sollen. Einmal die breite Seite und zweimal die hohe Seite. Und der wichtigste Haken ist hier unten, größeres Holzmaß in Spalte Höhe. Damit die Querschnitte in der Holzliste richtig zugeordnet werden. Dass immer das größte oder das größere Holzmaß auch in der Spalterhöhe liegt. Ich bestätige das mit OK. Dann werde ich hier nochmal gefragt, ob ich diese Voreinstellung auf die Liste anwenden möchte. Ja, das möchte ich. Und dann habe ich hier meine Holzliste. In meiner Holzliste habe ich jetzt als erstes mal die Möglichkeit, meine Hölzer zu sortieren nach Kriterien, wenn ich das möchte.
Ich kann hier entscheiden, mein erstes Sortierkriterium soll meine Güteklasse sein. Da möchte ich aber vielleicht als erstes, dass ich nach Profilen das sortieren möchte, dass meine Dachflächen und meine Wandflächen nacheinander sortiert werden. Also das erste Sortierkriterium wären hier die Profile. Dann möchte ich nach Güteklasse und Schnittklasse sortieren. Danach möchte ich nach Breite und Höhe sortieren. Und als letztes nach Länge. Dann wähle ich hier unten Start und meine ganzen Hölzer werden sortiert. Das Programm rechnet eben kurz. Und ich sehe hier, dass meine ganzen Hölzer nach den verschiedensten Profilen sortiert worden sind. Jetzt habe ich des Weiteren die Möglichkeit, hier jeweils zum Beispiel unter dem Dachgrund eine Zwischensumme einzufügen. Das kann ich entweder machen, ich markiere hier eine Spalte oder eine Zeile und über dieser markierten Zeile wird eine Zwischensumme generiert. Das kann ich entweder hierüber über F5 machen, über diesen Befehl. Oder hier über diesen Button Zwischensumme einfügen. Und dann wird hier eine Zwischensumme eingefügt und ich erkenne, meine Hölzer im Dachgrund sind 9,2 Kubikmeter groß, haben eine Gesamtlänge von 468 laufende Meter. Und ich habe hier auch zum Beispiel meine Hobelflächen und ähnliches. Und ich kann so jetzt zum Beispiel hier unten unter mein Dachgeschoss wenden, kann ich die nächste Zwischensumme einfügen. Kann dann unter meinen Giebelspitzen auch nochmal eine Zwischensumme einfügen und sehe dann hier unten nochmal die letzte Zwischensumme von meiner Balkenlage und habe hier unten dann aber auch meine Gesamtkubikmeter, meine gesamtlaufende Meter Holz. Und Flächen und auch hier die Hobelflächen hinterlegt. Um diese Liste jetzt optimieren zu können, muss ich als erstes hier oben über diesen Schalter mir eine Lagerholzliste anlegen. Das habe ich jetzt hier für alle 6 auf 20er Hölzer, die in KVH ohne Güteklasse angelegt worden sind, im Ab- und Programm gemacht. Und für alle 10 auf 20er Hölzer KVH ohne Güteklasse. Und kann dann hier entscheiden, in welchen Längen ich diese optimieren möchte. Diese Lagerholzliste ist eine Liste von den Hölzern, die ich bei meinem Händler bestellen kann, also die der mir liefern kann. Querschnitte, Güteklassen und auch die Längen. Ich kann diese Lagerholzlisten speichern und laden für verschiedene Holzhändler. Wenn zum Beispiel ein Holzhändler gerade bessere Preise hat oder ähnliches, kann ich mir dann einfach von diesem Holzhändler die Liste laden und kann dann über diese Liste meine Holzliste optimieren. Ich kann hier sonst nochmal einen 8 auf 20er anlegen. Das machen wir hier unten über neues Lagerholz. Als erstes kommt die Spalte Breite, das ist 8 mal 20, das sind alles Zentimetermaße der Querschnitt. Dann muss ich auf jeden Fall eine Schnittgüteklasse angeben, die hier auch in der Holzliste hinterlegt ist. Das wäre KVH NSI bei 8 auf 20. Der wäre hier. Das bedeutet, ich wähle hier auch KVH NSI aus und kann hier entscheiden, welche Längen ich bestellen kann. Zum Beispiel 13 Meter, 10 Meter und 9 Meter. Über den Haken entscheide ich, wenn mal ein Holz vielleicht nicht lieferbar ist, nehme ich den Haken raus, dann wird mit dieser Länge nicht optimiert. Oder ich entscheide, ich möchte nur 13 Meter Längen haben, also nur längste, was möglich ist, und nehme dann die restlichen Haken alle raus. Wenn ich dann mit OK bestätige, ist die Lagerholzliste erstmal angelegt und ich kann hier oben über diesen Button kann ich meine Holzliste optimieren. Hier in diesen Einstellungen brauche ich nichts machen. Ich bestätige das einfach mit OK. Dann rechnet das Programm. Ich bekomme dann hier einen Hinweis, welche Hölzer
nicht in der Lagerholzliste zu finden waren, also die verschiedenen Querschnitte mit den Schnitt- und Güteklassen. Diese wurden dann auch nicht mit in die Optimierung einbezogen. Ich erkenne das hier auch an der Spalte Liste, was dahinter steht. Alle die berechnet worden sind, da steht Lager hinter. Ich bestätige das mit OK und bekomme jetzt meine Lagerholzliste angezeigt, welche ich mit Bildpfeil nach unten durchschalten kann. Ich finde hier jeweils, wie viel Längen ich von diesem Querschnitt in dieser Länge brauche. Das sind 19 Stück und bekomme dann hier jeweils die Hölzer aufgelistet. Ich habe also eine Stange von 13 Meter, wo diese Hölzer drin sind, zwei Stangen von 13 Meter, wo jeweils diese Hölzer drin sind und so weiter. Und wenn ich bis ganz unten scrolle, dann sehe ich, dass ich 0,252 Kubikmeter Holz als Verschnitt habe. Gesamt berechnet hat er mir 4,4 Kubikmeter und inklusive Verschnitt habe ich 4,28296 Kubikmeter Holz nötig. Diese kann ich auch ganz gewohnt wieder drucken. Der Drucker ist der Listendrucker aus dem Abbundprogramm. Und ich schließe das mal. Jetzt möchte ich vielleicht diese Liste auch an Excel wieder übergeben oder exportieren. Da nutze ich dann auch hier oben nicht diesen Excel-Export. Da wird wieder diese vorgefertigte Tabelle genutzt, sondern wir möchten oder wir raten dazu, dass über Exportieren dieses CSV-Dateiformat genutzt wird, weil das halt einfach eine bessere Bearbeitung im Excel-Programm beinhaltet oder ergibt. Da kann ich ganz normal dann im Excel meine Gitter um meine Werte legen, kann da drin rechnen, kann mein Layout anlegen, so wie ich es gewohnt bin in Excel. So, für die Berechnung der Optimierung oder für die Optimierungsliste ist eigentlich nochmal hier in den Einstellungen, die allgemeinen Programmeinstellungen sind da wichtig. Da habe ich hier oben einmal die maximale Zeit in Sekunden, die das Programm rechnet für die Optimierung. Das Programm rechnet verschiedene Situationen durch und das soll maximal 120 Sekunden dauern. Danach soll das Programm das beste Ergebnis zeigen. Und hier unten diese 50, das sind 50 Zentimeter, das ist die maximale Restholzlänge. Die sollte nicht kürzer sein, weil das Programm sonst versucht, wenn ich da zum Beispiel 5 cm eintippe, dann mit Restholz von 5 cm zu rechnen. Ich bestätige das auch mit OK. Und das wäre so im Groben unsere Holzliste. Ich wechsle dann mal wieder ins Abbundprogramm. Wenn ihr zu einer dieser verschiedenen Ausgaben oder Massenermittlungen Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne in der Hotline erreichen, zu den gewohnten Zeiten. Mich selber erreicht ihr unter evas@abund.com. Und ansonsten erreicht ihr halt einen meiner beiden Kollegen, den Herrn Schoppmann oder den Herrn Trier. Ich hoffe, ich konnte euch wieder was Interessantes zeigen und wünsche euch noch einen schönen Tag und bis demnächst dann mal am Telefon.